Herzlich willkommen zurück zu Phoenix Point mit Arezu. Ich bin Arezu. Wir haben ein paar Verwundete. Aber ich glaube, das ist gerade gar nicht so problematisch. Wir packen nämlich das hier mal nach Phoenix Point. So. Und bringen dafür... Okay, Moment. 10 Stunden für die Heilung. Wir haben nicht genug Leute, um das aufzufüllen alles. Also wir können einige in den Manticore bringen. Und kriegen den auch gefüllt, aber dadurch werden nicht alle auf einmal gesund. Also, trotzdem sollten wir das Auto nicht die ganze Zeit mitnehmen. Synedrion, sind wir durch mit der Erforschung? Synedrion ist eine Verschmelzung verschiedener politischer Bewegungen mit Wurzeln in der Sozialökologie, dem Anarchosyndikalismus und ähnlichen Glaubenssystemen. Als ausgesprochener Gegner von Hierarchien ist Synedrion egalitär und radikal demokratisch, wobei Entscheidungen per öffentlicher Versammlung herbeigeführt werden. Dennoch existieren zwei prominente Strömungen, die sich herauskristallisiert haben. Die polyphonische Tendenz, die glaubt, dass der Ursprung der dysfunktionalen Beziehung der Menschheit zur Umwelt in den Hierarchien der Dominanz liegt, und die Terraformer, für die die Menschheit zuerst kommt und die dem Konzept einer Anführerschaft weniger entgegenstehen. Das aktuelle Ziel Synedrions ist es, einen Weg der Koexistenz im neuen Ökosystem zu finden, doch dieses Ziel wird von innen heraus in Frage gestellt. Sind die mit den vernünftigsten Ansätzen? Synedrion was built on a dream, a world without hierarchies, und den wenigsten Chancen, where human beings could embrace the potential of technology without its destructive side effects. The radicals of the old world had been proven right. The status quo could not sustain itself. But what now? What was the next step? Some argued for coexistence with the Pandoran ecosystem, hoping for a peaceful solution. Others advocated putting humanity before nature and claiming the planet for themselves. Trusting in the safety of their havens, the people of Synedrion argued about the best way forward. But the Pandora virus had little interest in their arguments, and its power was still growing. Ja, die diskutieren noch, während es sich weiter ausbreitet. Wir sollten langsam mal uns hier rumkümmern, denke ich. Gut, gehen wir hier hin und erkunden von dort. Aber erstmal gucken wir. Ne, momentan haben wir keine neuen Rekruten. Achso, ne, Moment, wir wollen gerade noch ein bisschen heilen. Perfekt. Achso, ne, dort. Moment, können wir dort schon einfach so hin? Ja, können wir. Der Symes Rückzugsort. Unsere Soldaten haben den privaten Rückzugsort von Wendell Symes den Dritten erreicht. Sie hoffen dort zusätzliche Informationen zu finden, mit denen wir seine Notizen entschlüsseln können. Vielleicht verstehen wir dann auch seine Handlungen besser. Unsere Scans zeigen jedoch eine feindliche Präsenz in der Gegend an. So, dann geht's los. Ich muss mir mal angewöhnen, auf Pause zu drücken, bevor ich auf den Knopf drücke. Denn in einem der Videos, das ich jetzt mal kurz durchgeschaltet habe, auf der Suche nach guten Thumbnail-Motiven, bisher noch keins gefunden, ja, die Tür ist nicht sofort aufgegangen. Ist ja seltsam. Oh, schön hier. Ich denke, wir gehen mal rein. Okay, noch keine feindlichen Präsenzen. Mr. Tepper klappert so komisch. Okay, scheint alles sicher zu sein. Berühmte letzte Worte, ne? Hostile! Okay, ist das hier eine Tür nach draußen? Ne, das ist ein Schrank, okay. So, da kommen wir gar nicht so weit. Wer
bist du denn, du? Rock 5. Auch ziemlich lahm. Ähnlich wie Tiny. Wobei wir bei Tiny inzwischen so viel Bewegung reingestopft haben, dass er sich bewegen kann. So. Enzelpi geht hier. Hier scheinen wir nicht mehr wirklich Sinnvolles zu haben. Ja. Mal sehen, ob der uns entdeckt. Ja, tut er. Jetzt hat er einen ganzen Haufen von uns entdeckt. Giftspucke? Fragezeichen. Moment mal. Wo ist denn der jetzt hin? Verdammt, wir sehen sie nicht mehr. Geh mal hier hin. Ja, den letzten Schritt auch noch. Und von hier aus geht nicht mehr zu schießen, aber von hier aus geht's. Also da sollten wir durchschießen können, ne? Allerdings hier, den könnten wir eventuell direkt abschießen. Ah, das ist die Schrottflinte. Autsch! War das ein Treffer? Ja, war's. Mal sehen, wenn wir hier hingehen, öffnet sich die Tür. Und wir können den da erschießen und dann noch den Schritt zur Seite gehen. Hallo Leute. Ah! Da sind mehr Leute als erwartet. Hallo. Au. Nervig. Oh, der darf auch noch. Oh oh. Okay, und der kann nicht. Von hier aus kann man offenbar treffen. All I need is a clear shot. Gut, einen sind wir losgeworden. Den zweiten werden wir doch bestimmt auch noch los. Von hier aus haben wir Deckung und gut, ich habe mich wirklich da gesehen, aber muss ich ja auch nicht, solange die das machen. Gibt ja einen Grund, warum die im Feld sind und nicht ich, ne? Du gehst mal hier hin. Und bewachst dieses Gebiet. Wenn da jemand reinkommt, kümmerst du dich drum, okay? Du bleibst dort einfach in Deckung und du gehst hier hin und passt auch auf. Holding position. Na, was macht er? Ich bin mir fast sicher, dass der dort versuchen wird reinzukommen. Er will aber nicht weit genug. Au! Wow! Okay, nicht nett. Wir haben zwei Leute, die wesentlich stärker verwundet sind, als ich es gerne hätte. Die müssen beide geheilt werden in der nächsten Runde. Wenn sie bis dahin überleben. Okay, erst einmal, du heilst dich bitte selbst. Das hier, warte, Inventar.
So. Alles wieder gut. Nicht unbedingt die besten Positionen hier. Von hier können wir von oben runterschießen. Das ist schon mal gut. Zooming in. Wenn wir dem auch noch den Arm wegnehmen können, dann kann er zumindest damit nicht mehr rumfeuern. Hat wesentlich weniger Schaden genommen, als ich gerne gehabt hätte. Ja, und dann kannst du wieder reingehen. Hierhin. Nicht genug, aber wir können ja nochmal feuern. Immer noch nicht genug und der hat auch kein Bluten. Okay, jetzt haben wir den wenigstens weg. So, ja, was machst du? Nimm dir mal noch das Zeug hier mit. Bisschen überlastet, ja, das kriege ich mit. Aber können wir gerade auch nicht wirklich was gegen machen. Ja, du gehst den einen Schritt hier, der kann später noch über Dinge entscheiden. Holding Position. Und. Hallo. Na, den Arm direkt deaktiviert, verwirrt. Bluten hat er drauf. Das ist doch schon mal eine Menge. Okay, dort hat einer Überwachung aktiviert. Autsch. Da können wir das Überwachen zumindest wegmachen. Allerdings weiß ich nicht, ob ich so offen rumstehen möchte, wie ich es dann täte. Okay, der ist weg. So, okay, der rennt weg, ist aber nicht weg. On my way. Top. Ne, den anderen habe ich damit jetzt nicht aufgedeckt. Confirming target. So, Bein deaktiviert, dadurch kann er sich nicht mehr so schnell wegbewegen. Und wir gehen rein. Was? Der hat trotzdem noch... Aua! Okay. Gut zu wissen, die haben offenbar trotzdem dann noch ihren Feldschutz dort aktiviert. Okay, geh mal hier hin. Da müssten wir den sehen. Theoretisch. I'm on Overwatch. Kannst du gerade noch irgendwas Sinnvolles machen? Das Gewehr hier mitnehmen würde nicht wirklich was bringen. Nee, sehe da nichts Sinnvolles. Ja, du machst nichts. Du... Ja,
Müssen mal hier hin. Und versuchst ebenfalls den Bereich zu sichern. Au! Oh, verdammt! Okay, der kann unsichtbar bleiben. Auch wenn er schießt. Oh oh. Okay, das ist nicht gut. I'm here. Ja, wir lernen ja noch, ne? Ja, mach das mal bitte selbst. Ich weiß nämlich nicht. Ja, ich krieg's mit. Ja. Der ist erledigt. So, und zumindest durch das Bluten sollte der auf jeden Fall in der nächsten Runde erledigt sein. Oder auch nicht. Moment, 20 Bluten und 30 Punkte noch. Das heißt, er braucht noch einen Treffer. Ah. Okay, das war das. Und wie viel Platz hast du noch? Nicht wirklich viel. Ja, das nehmen wir noch mit. Wir versuchen das irgendjemand anderem dann zu geben demnächst. So, du gehst schon mal hier hin, um das einzusammeln. Du bleibst erst einmal dort. Du hast noch ein bisschen Platz, gut. So, und so, damit sind beide nicht komplett ausgelastet. Das ist doch schon mal schön. Zwei Verluste in der Mission schon. Ja, ich weiß auch nicht. Gut, hier können wir nicht mehr reinbringen, weil wir nicht genug Inventarplätze haben. Hier sind wir ausgelastet, gewichtstechnisch. Okay, du hast noch... jetzt hast du wieder Platz. Gut, dann gehst du hier hin. Und sammelst... Oh, wir haben sehr viel, das hier rumliegt. Okay, erst einmal nimmst du das mit, dann nimmst du das mit. Das sind... so. Gut, du gehst nach oben. Haben wir hier irgendwas, das aussieht, als würde es wertvoll sein? Da haben wir einen Tisch, an dem vielleicht Forschungsunterlagen sind. Ich weiß gar nicht, wonach wir Ausschau halten sollen jetzt spezifisch. Ich meine, das Tagebuch, ja, aber... Ach, da, ganz oben ist es. Wir hätten einfach unseren Flieger hinbringen können. Und hätten gar nicht kämpfen müssen. Okay, du gehst hier hin. Dann heilst du dich mal bitte. Und sammelst direkt ein Ersatzmedikit ein. Ja, wie schwer sind denn die Dinger? 3 gegen 2. Und gegen 1. Okay. Zack. Zack. Ja, zumindest weniger, ist einer weniger belastet damit. Ja, das war's.
So, Tiny, du bist weiterhin dran. Dashing. Let's go. Moving. So, und zu beenden. Tiny, wo bist du? Let's go. Nee, okay. Ich dachte, ich hätte hier ein Zeichen für Missionsziel gesehen. Habe mich offenbar geirrt. Was ist mit diesem Schrank? Nein. Doch, da, es ist definitiv markiert. Ah, Ziel. Ja. Eine total einfache Mission wäre es gewesen. Und ich habe 2 Leute verloren. Der eine davon war einer aus unserem... Ja, einer unserer großen Veteranen. Bave, der zur Standard-Mission, also Standard-Tutorial-Mission gehörte. Das heißt, Claire ist die einzige Überlebende davon. Ich meine, klar, Tiny ist da auch mit dazugekommen, aber... Stufenaufstieg für Mr. Tepper. Immerhin. Ja, okay. Unsere verbliebenen Soldaten haben eine große Menge an Dokumenten aus dem Rückzugsort von Symes bergen können. Anhand dieser sollten wir in der Lage sein, besser zu verstehen, was Symes tat und was er entdeckte. Wir haben 3 wichtige Standorte identifiziert, die Symes als besonders relevant für seine Forschung über die Geschichte des Phoenix Projects und zu frühen Ausbrüchen ungewöhnlicher Krankheiten erachtet hatte. Es ist zwingend erforderlich, dass wir Soldaten entsenden, um diese Orte zu untersuchen, sobald die strategische Situation es zulässt. Tech 100, Materialien 300, neuer Ort im Geoscape, Ausstieg durch Sünde, Absturz durch Tugend. Neuer Ort im Geoscape, gefroren und Gefangener des Eises. As the world fell apart around us, it was difficult not to feel guilty. Some chose to be proactive and fight, but not me. I came here instead. My best weapon is my mind, and I need silence to put it to work. The history of the Phoenix Project is a complex tapestry. In Russia, Turkey, Britain, Spain, not one unbroken lineage, but a tangle of organizations, each passing the torch to the next with only one goal: to protect the human race. But protect it from what? Did they know about the Pandora virus? And if so, how? The answers are out there. So much has been investigated and collected and analyzed, but it's all scattered, lost. I don't know if it's possible to track it all down, but I have to try. There's only one thing I'm sure of. I can't stay here anymore. Ja, wirkt leicht getrieben, ne? Ja, wir haben Leute verloren und niemand will uns Leute anvertrauen, wie es aussieht. Schon irgendwie verständlich. So, wie sieht es denn mit dem Personal gerade aus? Manche Waffen sind nicht voll geladen. Das ist ja skandalös. Ich weiß immer noch nicht, wie ich damit laden kann. So nicht. Rüste auslagern. Ah! Gut, das war einfach. So. Wir wollen das auch nicht zu voll machen, weil wir haben festgestellt, wenn wir es zu voll machen, können wir nichts mehr mitnehmen. Bei Tiny muss es so voll sein, weil er noch den Dings damit bei hat. So, aber hier nicht. So, okay. Was gab es da gerade noch zu meckern? Hier ist ein Levelaufstieg und hier muss die Munition nachgefüllt werden. Gut. Könnte ein zusätzliches Level brauchen, kriegen, aber... Oh, wir haben hier noch ein paar andere Dinge.
Rückentwickeln. Bilderstürmer. Schrotflinte der Jünger von Anu. Anforderungen erforderliche Gegenstände 1. Also, ja, die meinen nicht rückentwickeln, sondern, ja, erforschen, wie es funktioniert. Zurückverfolgen? Nein. Es gibt einen Begriff dafür, aber ich weiß nicht welchen. Rückentwickeln, Akolytenhelm und Beinschutz und Akolytenrüstung. Ja. Dafür brauchen wir 2 jeweils. Gut, ja, dann ist das hier das Einzige, was wir machen können. Dann hängen wir das hinten noch ran. Personal fehlt uns gerade. Achso, Tepper war derjenige, der aufsteigen durfte. Quarterback, Granatenreichweite, plus Tragklasse und Stärke und Infanteristfähigkeiten, Sturmgewehren und mit plus 20 Schaden und Genauigkeit. Eigentlich wäre es ganz gut, ihn auf Sturmgewehr zu lassen, weil er das kriegen kann dann später. Ich denke, es wäre schon ganz gut, endlich mal einen Scharfschützen zu haben wieder. Deswegen hoffen wir einfach darauf, ihn zum Scharfschützen machen zu können. Ja, in den Manticore passt es nicht rein. Dann lassen wir die Zeit ein klein bisschen weiterlaufen, um zu heilen. Ein paar Forschungsprojekte sind fertig geworden. Fortgeschrittene Nahkampfwaffen kommen von den Anbu. Anu. Wieso komme ich dauernd auf Anbu? Okay, schauen wir doch mal, was wir hier so haben. Und irgendwas Interessantes? Noch ein paar. Ah, hier haben wir was Interessantes. Nämlich Andy SQL Baekhyun. Soldat rekrutieren geht nicht. Warum geht das nicht? Du hast nicht genug Ressourcen. Mir fehlt Nahrung. Das ist nicht gut. Okay, dann. Wie sieht es eigentlich mit der Diplomatie gerade aus? Ich will natürlich nicht. Ich will es mir natürlich mit niemandem verscherzen. Und wenn ich etwas annehme, um die Jünger von Anu anzugreifen, dann verscherze ich es mir mit jemandem. Verlorene Expedition, Erkundungsstätte. Unsere Soldaten haben die zerstörten Überreste eines experimentellen mobilen Synedrion-Labors entdeckt. Anscheinend ist die Eindämmung des Fahrzeugs zusammengebrochen. Es gibt kein Anzeichen von der Besatzung, aber ein Teil der Ausrüstung konnte geborgen werden. Berge die Geräte ohne Synedrion zu informieren, nehmt alles Nützliche und mit und informiert den Synedrion. Informiert Synedrion über unsere Entdeckung und gebt ihnen die Ausrüstung. Wir informieren sie. Dr. Hussein Habinek, ein Synedrion-Wissenschaftler, der bei der Gestaltung des Labors mitgewirkt hat, sendet uns eine Dankesbotschaft. Er hatte sich dagegen ausgesprochen, es so früh einzusetzen, wurde aber überstimmt. Es ist kein Vergnügen, bei so etwas Schrecklichem recht zu haben, sagt er. Aber zumindest wissen wir, was passiert ist und können daraus lernen. Ja, Synedrion mag uns jetzt um 4 Einheiten mehr und wir haben 175 Tech bekommen. Bloß leider keine Nahrung. So, jetzt müssen wir mal die Folge beenden, denn wir sind bei fast 30 Minuten. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, in der wir mal versuchen müssen, irgendwie Nahrung zu kriegen. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr Nahrungsproduktion bauen. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.